So, meine lieben Leute, ein bisschen gestärkt. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Die Bibel im Hintergrund, von der ich immer noch nicht genau weiß, was sie bedeutet. Wie viele andere hier im Spiel sind oder wie viele andere gerade gestorben sind. Irgendeine Bedeutung hatte sie, ich habe es vergessen. Aber ihr helft bestimmt in den Kommentaren nach. Ich versuche, den namenlosen König zu erledigen, denn den Sturmkönig zu erledigen, ist eigentlich gar nicht mehr so das Problem. Ich bin dafür sehr dankbar. Aber die zweite Phase erreichen wir nicht mehr bis zur Mitte. Und da bin ich noch echt ein bisschen am Rätseln, wie wir das hinkriegen. Ihr werdet es ja hoffentlich gleich sehen. Das ist erstmal der Sturmkönig. Auf seinem Reitpferd. Schlag zu setzen, und es ihm nicht gelingt. So soll die erste Phase idealerweise aussehen. Auftritt der namenlose König, nein, das King, der laut euren Informationen in den ersten beiden Teilen halt schon mal angeteasert wurde, der sich jetzt dank mir von seinem Freund trennen muss. Und der dadurch entsprechend sauer wird. So viel dazu. Was macht er? Das ist so krass, dass man einfach nicht wegkommt. Warum? Scheiße. Ich drücke schon immer hektisch wie so ein Bescheuerter hier, aber durch die schnellen Angriffsfolgen komme ich einfach nicht weg. Gut, also erste Phase top, zweite eher. Herzlich willkommen bei dem Hauptspiel. Einem der optionalen Gegner. Wenn ich das richtig verstehe. Ja, wir waren hier schon mal vor einer ganzen Menge von Folgen. Ich tippe so um die 70er herum. Jetzt sind wir bei, war nicht, wahrscheinlich 120er oder so, ne? Oder? Muss ich nochmal gucken. Denn jetzt sind wir in Folge 210, 11, 12. Das habe ich mir auch nicht so lange vorgestellt. Aber bevor ich mich dem letzten DLC widme, also dem ersten eigentlich. Boah. Was manchmal so Millisekunden ausmachen bei dem Spiel. Also in dem Modus habe ich noch nicht einmal getroffen, ja? Hier kriegen wir eins in die Fresse. Und dieses An- und Abvisieren ist die Pest in diesem bei diesen Gegnern. Yeah.
Gott, Mann. Ist das wirklich die Scheißpest? Und durch diese Kackspielmechanik rollt man dann auch immer noch durch den Perspektivwechsel rein. Okay, das hat also nicht geklappt mit dem Trick. Dann muss es eben handwerklich gehen. Ich habe mir vorgenommen, hier mal schön jetzt im Urlaub 5 Folgen zu machen. Ich merke, dass ich halt schon wieder konditionsmäßig am Ende bin. Es liegt nicht am Laufen heute Morgen. Da, an dem liegt's. An dem. Ach verdammt! Ich hab... Ich komme nicht mal ran an. Ach scheiße! Wieso? Ich habe bei diesem gesamten Spiel immer das Gefühl, es hat überhaupt nichts mit Können zu tun, sondern man erwischt irgendwann mal einen richtigen Rhythmus und hat dann einfach Glück. So nach 10, 12, 15 Folgen. Ich habe nicht das Gefühl, hier wachse ich technisch irgendwie an irgendwas. Ich finde, das sollte ein Spieler mir irgendwie vermitteln. Aber spult halt einfach durch das Elend vor. Ich finde halt auch so geil, wenn man hier jetzt den rechten Button drückt, wechselt er nicht die Perspektive. Warum? Warum im Kampf dann? Wer hat gedacht, das wäre im Kampf eine tolle Idee? Was ergänzend noch hinzukommt, es fühlt sich am Ende eher so an, als hätte man eine Kette von Befehlen auswendig gelernt. So wie beim Chico von Quake damals. Und die Kette von Befehlen im richtigen Moment gedrückt. So. Und die Kette von Befehlen in der zweiten Phase habe ich noch nicht gefunden. So, genug jetzt damit. Jetzt bin ich wieder auf meinen Lebensball und guckt mich auf die verdammte Scheiße. Echt, man kann diese Angriffen einfach nicht ausweichen. Die haben ja auch keine Ausdauer, die Dödel bei den Gegnern. Phase, wo ich das so aufregend spiele. Und in der Phase, kennt ihr ja, kann man einfach nur durchhalten, gelingt gar nichts. Ja.
ja, ich weiß. Dark Souls ist eine Metapher aufs Leben. Genau, genau, genau. Und wenn es so weitergeht, ist das sogar eine Parallelleben. Wie man ständig abvisiert. Mein Gott. Wenn man diese Stellung erstmal kennt, ist das ein bisschen wie so Quicktime-Events in Final Fantasy oder so oder Devil May Cry. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Also ohne, dass angezeigt wird jetzt, ne? Aber dass man diese Hinweise deutet und weiß am Geräusch, wo man stehen muss und so. Oh ja, das war ja wieder bombig. Oh Gott. Das frustet so. Ach, vor drei Folgen, der erste Versuch, der war irgendwie der beste. Jetzt. Also, ich bin langsam der Auffassung, dass wir trotz Urlaub heute keine 5 Folgen. Bevor ich hier noch mit der Faust durch den Monitor schlage. Verdammte Scheiße, wieso läuft es jetzt nicht mehr? Thank you.
sehen hier. Das liegt aber weniger an der Hitze oder am Spiel, sondern dass hier in Hamburg die Tropen ausgebrochen sind im Sommer. So, jetzt aber richtig. Schluss mit Lustig. Jetzt einfach weg. Wenn man erst in diesem Rhythmus bei dem Penner rauskommt, dann ist man einfach erledigt. Wieder geheilt aus Versehen. Es ist nicht machbar. Das ist ein einziges Gestolper hier und jetzt wird er wieder aufgespießt. Ach, verfickt noch eins. Dass man dann wieder irgendeinen dusseligen Trick gefunden hat, wie man ihn dann austricksen kann. Also, ey, bitte. Ja, das scheint noch ein bisschen zu dauern, bis ich den gefunden habe. Meine. Vielleicht mache ich aber einfach doch noch ein Zwischenspiel in Ariandels Welt oder so. Aber der Wasser mit den Wölfen auch nicht witzig. Das war ja mit diesen Horden von Viechern, die dann auf einmal ankamen. Also für Crowd Control ist dieses Spiel halt wirklich geeignet. Deswegen pickt man sich die Gegner ja auch immer raus. Und da muss man auf einmal den Wolfshorn. Noch einen großen und noch einen kleinen und noch einen. Ich glaube, ich sollte aufhören. Was war das jetzt wieder für eine Kacke? Und wieder abgesichert! Natürlich, ganz toll. Phase 2, Wut. Ich schnaufe schon wieder ins Mikro. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es hinstellen soll.
wieder los, dass man es ständig verfehlt. Ey, Kotz. Ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Toll. Anstrengend. Du meine Güte. Ah, Mücke. Ah. Ich sehe mich da überhaupt nicht in dem Kampf. Naja, wenigstens kriegt man dann nicht den zweiten auch noch rein. Scheiße! Ach, das ist doch alles ein Bullshit. Ich komm einfach nicht ran an den Penner. Dann schlage ich noch daneben, bei der einzigen Chance. Ach verdammt, wirklich. Mal zum Schlagen. Ach Scheißendreck, wirklich. Was ist das für ein Film? Was bringt mir die ganzen Estus-Verkunft? Was bringen mir die, wenn ich nicht rankomme an ihn? Ich habe schon so lange gespielt. Das soll ein Doppelschwert, dann wird es wohl nicht einfacher ranzukommen, denke ich mal. Okay, vielleicht downgrade ich heute doch nur auf 4 Folgen Aufnahme. Das meine Zeit nicht wert, echt. Ach, verdammt. Es geht einfach nicht voran und ich weiß nicht, was ich verbessern kann. Man kommt mir nicht mit irgendwas draufstreichen auf mein Blitzeschwert und so. Das hat man dann 2-3 Mal was, hat 5000 Seelen verschwendet und läuft ja super. Ich sehe nichts. Ach komm schon. Scheiße.
Scheiße. Maßlos. Diese erste Phase. Warum? Was für eine Kacke! Wo kann ich jetzt in die zweite Phase gehen? Teufel fand es eine geile Designentscheidung, dass die erste Phase immer und immer wieder durchlaufen werden muss. Ja, ist halt ein Genre, ist so. Ja klar, er kann das natürlich immer genau vorausahnen, weil er ist ja voll der King, er ist ja der Nameless King. Deswegen kann er immer genau wissen, was ich als nächstes wohl nicht rolle. Toll. Phase. Ich komme darum nicht klar. Ach Scheiße, Junge. Ich hoffe, das kann er nicht so häufig machen. War vorher schon schlimm. Ich hab doch nicht so viel Plakons, du, keine Ahnung. Was macht der jetzt? Nein, ich bin genau reingerollt. Verdammt nochmal, das ist so. Machen überhaupt keinen Schaden mehr. Und jetzt krieg ich nur Superblitze oder was? Ach Scheiße. Es ist einfach immer drüber. Dieses Spiel inszeniert die Kämpfe einfach mit zu viel Scheiß. Ja, noch ein bisschen Blitzdingsen. Alles klar. Dass man da noch so vorbei war. Ihr seht, ich bin über Phase Wut noch nicht hinaus.
und ich hoffe, in der nächsten Folge wird es besser. Denn jetzt soll die Phase, wie war das mit den Trauerstufen? Jetzt soll die Phase Erkenntnis kommen? Oder so? Ich kenne mich nicht so aus. Möchte ich eigentlich auch gar nicht. Also, bleibt schon neugierig, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin.